Hey Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Hexe-Projekt mit Cassie. Hallo! Und letzte Folge haben wir die relaxte Folge gemacht und haben hier mal so ein bisschen unser Zimmer eingerichtet. Und ja, ich werde mich jetzt aber nach unten begeben, denn ich möchte diese Boots haben, mit denen man keinen Fallschaden bekommt, und deshalb werde ich mir jetzt Gold suchen. Ich werde jedoch nicht in dieses Pilz-Dingsbums reingehen, denn in diesen Pilz-Dungeon, denn der ist mir zu gefährlich. Wow. Hat jemand die Tür zugeknallt? Voll unhöflich. So. Nee, naja, ich muss in diesen Pilz-Dungeon, aber es hilft mir nicht. Und ich werde das schon überleben. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech. Oh, oh. Okay, mit dem Schwert sind sie echt schnell tot, muss ich ehrlich gesagt sagen. Richtig geil. Na gut, aber da ist jetzt kein Essen oder so drin. Und da oben ist irgendwo ein Skelett. Nee, da liegt ein Knochen. Okay, ich hätte einen Knochen. Wenn du einen brauchst. Knochen. Wenn du einen brauchst. So. Das ist Kopper, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, das ist Kopperohr. Dann. Ich höre Zombies. Zombies höre ich. Ich höre Zombies. Oh mein Gott. Naja, aber das finde ich jetzt eigentlich auch, ehrlich gesagt, nicht schlecht. Marble ist das. Und ich habe echt die behinderte Seite von allen genommen. Wieso? Hä? Wieso bekommt... What? Okay. Wieso hast du die behinderte Seite von allen genommen? Komm nach hier und schau es dir an. Nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin jetzt gerade fest am Abbauen. Ja. Ich werde zwar nicht mehr nach Hause finden, aber Hauptsache wir finden Gold, oder? Hauptsache wir finden Gold. Das ist mein Ziel für heute. Oh, eine Höhle. Okay, ja, Diamonds hätte ich dann. Aber die sind ja wirklich nicht wertvoll. Ist halt einfach so. Die sind ein Hexe, sind Diamanten eigentlich im Prinzip nicht wertvoll. Na gut, sie sind jetzt vielleicht auch nicht so schlecht jetzt für Rüstungen und so ein Zeug, aber ja, sie sind halt einfach nicht selten, sagen wir mal so. Ich glaube, dass da Gold mehr selten ist alles. So. Baue ich hier das Eisen noch ab. Also diese Folge wird eine Höhlentour. Eine ganz spannende Höhlentour. Ja. Und wie ihr seht, haben wir hier jetzt schon wieder Diamanten. Also das ist wirklich super, super schnell. So. 7 Diamanten. Damit könnte ich mir jetzt eine Hose machen. Das darf nur die Cassie nicht hören, weil sonst will sie sofort auch wieder Diamant-Sachen. Und ja. Hier oben ist jetzt nicht so spannend, glaube ich. Außer das hier. Stirb! Ich sehe deinen Namen unterirdisch. Echt? Mhm. Ziemlich nice. So. Und ich hätte wieder einen Knochen, aber den will ich eigentlich für dich ausgeben, damit du dieses Skelettschwert bekommst. Also von dem her ist es egal. So. Da, hier so. Dann. So. Und ich habe voll die Live-Aussicht auf den Dschungel. Ja, und wie hier ihr auch sehen könnt, sage ich irgendwie die ganze Zeit. Ja. Ich habe einen neuen Skin, weil ich finde einfach, dass der besser zu mir passt. Weil ich ein Höhlenmensch bin. Du bist doch so ein Höhlenmensch. Ja.
Hör auf, mich zu beleidigen! Okay. Oh. Du hast doch gesagt, dass der Skin zu dir passt. Kannst du bitte jetzt aufhören, mich zu beleidigen? Nee. Also, ich hab gerade Gold gefunden, aber leider nur 2 Bahnen. Das ist so gut wie gar nichts. Nee! Meine Eisenspitzhacke ist gebutten. Ich muss wieder nach Hause finden, aber ich werde nie wieder nach Hause finden. Und. Ja, ich komme einfach nicht mehr nach Hause. Hilfe, Hilfe, Hilfe. SOS, SOS, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hä? Kann man das essen? Creeper Orberry. Was? Kann man der mit dem überhaupt irgendwas tun? Oder ich meine. Hey, warte. Ja. Ich kann blocken mit dem Schwert, sodass die mir nichts kann. Gar nichts. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß den Weg zurück. Weil du da mal hier so eine Treppe gebaut hast. Also müsste dann schon passen. Calimero. Kennst du die Serie noch, Calimero? Also, die habe ich früher so geguckt die ganze Zeit. Calimero. Nee, ich brauche eine Eisenspitzhacke. Kannst du bitte kommen? Cassie? Magst du bitte kommen und Internet sein? Ja. Internetprobleme schon wieder? Ich hab sie nicht. Ich hab sie dir entweder in die Kiste gepackt oder zugeschmissen. Ach so, nee, ich hab ja wieder Eisen gefunden, also kann ich mir im Prinzip selbst jetzt eine schmelzen. Und ich bin rausgeflogen. Geil, das freut mich jetzt. So, ich mach mir hier jetzt einfach mal eine Werkbank, wenn ich die jetzt nicht gemacht habe gerade. Ich weiß nämlich nicht. Was ist hier unten? Nee, weil ich brauche einfach das Gold. Ist jetzt im Prinzip scheißegal, wie viel es ist, aber ich brauche das Gold einfach. Ja, nee, die will ich jetzt auch nicht wegtun. Ja. So. So mache ich das. Und dann mache ich einen Ofen. Und mit einem Ofen, den kann ich dann füllen mit Kohle. Und dann kann ich da Holzerz reintun. Und dann kann ich so. So. Ist es schön? Ja. Ja. Und so, dann haben wir gleich 2 Goldbahnen. Und jetzt rein mit dem Eisen, damit ich das andere Gold abbauen kann. Das hier ist wieder Copper. Das kann ich auch so. Boah, das ist echt gefährlich hier mit den Kies. Der kann dich nämlich töten. Dann hier. Nee, ich könnte es auch gar nicht so abbauen. Ginge auch gar nicht. Ding, die, ding, die, ding. Und 3 Goldbahnen. Eisenbahn. Und ich brauche Sticks. Nee, ich hab Sticks. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Gold, Gold, Gold sind alle meine Hasen. Ich habe einen verwunderbaren Busch gefunden. Der sieht so ein bisschen komisch aus. Von wem habe ich denn den Schaden bekommen? Was ist das? Das ist ihr. Oh oh, ich bin ganz tief runtergefallen. Ganz tief. Ganz, ganz tief. Und das freut. Oh, dafür habe ich Gold gefunden. Und solange wir Gold finden, ist alles okay. So. Was denn jetzt? Hier. Eisen. Ist auch immer wichtig. Und ja, dann. Was
Instrument raus hier. Pflasterstein haben wir eh genügend. Und. Joa, Cassie, was machst du gerade? Gucken, was für Holzarten es so gibt. Ja, sie ist natürlich immer hier am Designen und Einräumen von der von unserer Bude. Weil sie will ja, dass sie schön hat in ihrem Zimmer. Und wir haben keine Fackeln mehr. Und deshalb mache ich mir jetzt wieder welche. So. Was ist das hier? Ach so, schon wieder Gold. Geil. Dann baue ich das jetzt ab, obwohl ich noch immer nicht weiß, was es ist. Und das ist gut. Gut. So. Okay, Diamanten. Ich kann keine Diamanten mehr aufnehmen, oder was? Was ist da los? Dann brauche ich das hier nicht. 3. Ja. Sind nicht so was Besonderes. Hä? Hehe. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß es jetzt gerade nicht, wo das. Oh. Wo das ganze Gold hier ist. Ja, Leute, das sind halt die langweiligen Stellen eines Let's Plays. Wenn man einfach nur nach Rohstoffen sucht und keine Rohstoffe findet. Finde ich jetzt auch nicht so geil, aber ich kann ja nichts dagegen machen. Weil wir brauchen diese Boots und wenn wir diese Boots haben, dann geht's ab, weil dann können wir nämlich richtig geile Sachen machen. Wovon wir dann nicht mehr so Angst haben brauchen, weil so muss man Angst haben, ja, man fliegt dann da runter, wenn man runterspringen will und bekommt voll den Fallschaden und ist dann tot, ey. Und so kann man dann viel besser in Dungeons gehen und dann kommen erst die lustigen Sachen. Also wahrscheinlich wird das dann so losgehen. Ab welcher Folge denkst du, wird das losgehen mit den Dungeons und so? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir ungefähr in der vierten. Und ich finde kein Gold mehr und deswegen sollte ich mir jetzt eigentlich hochgraben, aber. Und ich suche Eukalypt. Eukalypt. Also das sieht so aus. Okay. Oh, ich falle die ganze Zeit runter und bekomme Schaden. Weil ich zu dumm für alles bin. Um Kohle. Ah, hier. Warte, dann hole ich mir das noch, weil dann hätte ich Knochen noch. Ja. Perfekt. Wo war jetzt die Kohle? Ja, ach so, hier. Oh. Komm her. Du Wanderer. Oh, was ist denn das hier für ein Buch? Irgendwas, ich glaube das Schokobuch. Chocobo. Chocopedia. Natürlich geil, weil... Schießt da jemand? Das sah gerade so aus, als würde hier mich jemand beschießen wollen. Das möchte ich nicht. Frag mich, was es sein soll, wenn er nichts steht. Hey, hab ich denn? Dann machen wir noch ein paar Fackeln. 12 Fackeln ist jetzt auch nicht so der Hit, aber wenigstens etwas. Okay, hier haben wir schon wieder Diamanten und da oben ist Gold. Also ist eigentlich ja perfekt, Leute. Eigentlich ist es ja perfekt. Weil wir hier einfach alles haben. Zurückgeportet, geil. Aber hier haben wir wirklich vieles und
Hä? Was ist denn da los? Was denn da los? Hier. Weg mit dem Gravel. Weil brauchen wir jetzt nicht. So, dann gehen wir da mal hoch. Denn da oben. Hä? Was backe ich denn hier rum? So, jetzt. Jetzt ist wieder alles okay. Und jetzt gehen wir da auch hoch und dann werden wir was ist hier los? Weil ehrlich gesagt nervt mich das jetzt hier gerade tierisch, dass hier so ein Bug ist. Oh, hier haben wir, Alter, Diamanten über Diamanten. Das ist ja großartig. Wie gesagt, auf der Suche nach Gold stößt man halt wirklich sehr interessante Sachen. Ups, ups, ups. So, hier sind auch wieder welche. Unnormal viele. Ich dir nur sagen. Unnormal viele. So. Cassie Lou left the game. Sie hat wahrscheinlich auch gerade Probleme, beziehungsweise ist ihr PC abgeschmiert. Cassie? Ja, ich bin doch da. Achso, okay. Ist dein PC abgeschmiert oder was war los? Nein, nein, mein Minecraft ist jetzt gecrashed und ist gerade total geleckt, weil ich. Es gibt so ein Holz, und zwar, also es gibt so bestimmte Holzarten, ja, Holzarten, die, also da steht halt in welchem Biom. Okay. In welchem Biom es die gibt, und bei denen, die ich gerne haben will, zum Beispiel Millow oder Tigerwood oder so zum oder auch bei Silver Bell und Marvel und Redwood und Eukalyptus und so, da steht das nicht dabei, wo man das kriegt. Das muss ich hier einfach mal gucken und wollte mich jetzt eigentlich auf die Suche machen. Okay, ich musste jetzt da gerade noch einen Spawner abbauen und habe dafür tolle Sachen gefunden. What? Hört auf zu lachen. Ey, wie die lachen, wie so Behinderte. Hört auf und lasst mich einfach in Ruhe. Eine Windessenz? What? Nein, 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 nein. Nein! Nein! Ich will jetzt nicht sterben. Nee, nee, nee. Hier noch ein paar Fackeln und tschüss. Ich hau ab. Ich hau ab hier. Ich will mir das nicht antun. Und vor allem will ich nicht sterben. Hoch da. Ah, okay. Waren jetzt wieder diese kleinen Trolle da. Die wollten mich trollen. 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 Ja. Ich versuche nach Hause zu finden. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr nach Hause finden. Nie wieder. Oh, oh. Das ist wieder dieser Arsch da gewesen, der mich verarschen möchte. Hier, soll die Scheiße. Der Troll. So, hoch da. Tschüss, meine Freunde. Jetzt geht's ab nach draußen. So, dann grabe ich hier mal was weg und rein damit. Oh, habe ich jetzt nicht weggegraben, aber naja, ist auch schon egal. 7, 6 und ja, wir sind draußen. Perfekt. Dann können wir jetzt gleich nach Hause gehen, dann kann ich auch die
Ständig fliege ich raus hier. Ständig fliege ich raus. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich bin. Wenn mich das jetzt nicht freut. Und ich möchte jetzt mich ehrlich gesagt schon beeilen. Weil dann kann ich jetzt dann auch gleich die Folge beenden. Deswegen möchte ich jetzt auch noch schnell nach Hause gehen. Dann kann ich nämlich die Folge beenden. Blätter, Scheißkrams, Dingsbums. Ja, ab nach Hause würde ich sagen. Dem, 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 dem. Mega, mega Giga Rettungsaktion. Okay, hier weiß ich eigentlich, wo lang ich gehen muss. Zumindest hoffe ich, dass ich das weiß. Okay, ich werde wahrscheinlich gleich wieder zurückgeportet, weil ich die Hühnchen nicht töten kann. Und das ist nicht so vorteilhaft. Hier kommt man ja hoch dann. Ich glaube, hier kommt man nämlich auch runter. Nebenher. Naja, ist jetzt auch egal. Hier müsste es so ein Loch runtergeben, glaube ich, hier. Irgendwo. Ich muss wieder nach Hause kommen. Nur ich denke, dass ich es diesmal auch schaffen werde. Hallo. Hallo. Also bei dir weiß ich auch nicht, wann du da bist und wann du nicht da bist. Weil einmal bist du da und einmal bist du nicht da. Oder einmal bin ich weg und einmal bin ich nicht weg. Ich weiß nicht, wie das hier abläuft. Oh ja, ich habe, glaube ich, unser Zuhause gefunden. Das sind nämlich... Und manchmal höre ich dich nicht. Ja, das ist, weil mein Internet gerade rumspinnt und es sich das so ausgesucht hat. Obwohl ich es im Internet nicht erlaubt habe, aber ich glaube, ich habe unser Zuhause jetzt gefunden. Denn da ist ein pinker Baum. Und ich weiß, dass es bei uns pinke Bäume gibt. Du hast was? Ich habe, glaube ich, unser Zuhause gefunden. Hä? Was war das jetzt für ein Vieh? Ach so, ein Pferd. Ein Pferd? OMG. Kann man das nicht auch zähmen? Wo bist denn du? Ja, ich weiß es nicht. Und ich kann gerade auch nicht. Hier hoch. Ich finde nicht mehr nach Hause, denke ich. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Außer ich habe jetzt einmal in meinem ganzen Leben Glück. Und das Dumme ist, immer komme ich aus der Höhle raus und was wird es dann? Dunkel. So ein Scheiß. Ich hasse das. So, weiter. Was zum Teufel? Bin ich gerade in einem Megabaum oder was ist da los? Oh, da unten. Oh, ich dachte gerade, ich fall mega tief. Connection lost. Connection lost. Ja, Leute, wisst ihr was? Dann beende ich hiermit die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Sorry, dass es jetzt heute so ist, dass ich die ganze Zeit rausgeflogen bin. Also so ein Mist, aber ja. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, denn ja, das ist so eine Rückmeldung, über die wir uns alle freuen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.